Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moon Factory. Wir sind gerade dabei, ein bisschen Samen hier zu verteilen. Ist da irgendwas fertig? Nein, es wächst einfach ein Gras in mein Ding hier. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich gehe mal nach Rickbad in Ausflugsleben. Ich würde gerne die eine Waffe herstellen. Ich will mal schauen, ob ich mir so schöne neue Doppelklingen herstellen kann, die vielleicht richtig reinhauen. Dass wir mal ein bisschen vorankommen. Schauen wir doch einfach mal. Waffe schmieden. Axt-Doppelklingen. Doppelkratzer, Alter, die sind richtig scheiße. 132, 154. Wie viel haben wir im aktuellen? Waffen. Ja, ich möchte 154. Hier. Ja. Einfach weil die trotzdem krasser sein sollten. Tatsächlich als dieses Schwert. Also ich nehme natürlich das Schwert trotzdem mit, aber die sollten passen. So, jetzt schauen wir noch, was die anderen Dinger können. Weil wir auch noch Kurzschwerter und Langschwerter meiner Meinung nach gekriegt haben. Ein kratzer brennendes Schwert. Wäre jetzt nicht allzu verkehrt. Gold, ja. Gold. Aber das würde auch schon ordentlich Schaden machen. Dann schauen wir noch Langschwerter, was wir da haben. Großes Schwert und ja, ne. Das ist nicht so gut. Aber das da, was wir jetzt haben, das ist nicht schlecht. Gut, dann verkaufen wir meine alten Bäuche, weil wir müssen es ja irgendwie trotzdem heute noch unsere Versandquote hier auch schaffen. Das ist dann meine Eisenschneide. Ich habe mir gut gedient. So, dann gehen wir mal zu Martin. Ein liebes Event. Wie, hast du noch alte Kleidung von deinem großen Bruder bekommen? Wie Martin kauft und nervt mir immer neue Sachen. Boah, du hast ja ein Glück. Ich habe, als ich klein war, nur abgedrungenes Zeug bekommen. Wir haben wohl doch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, obwohl wir beide ältere Geschwister haben. Ach, das passiert doch mal. Ich bin Einzelkind. Hallo, was macht ihr so? Nichts Besonderes. Wir quatschen gerade darüber, dass unsere älteren Geschwister total verschieden sind. Ja, dein Bruder Martin arbeitet echt hart, aber meine Schwester Elsie ist immer am Faulenzen. Außerdem hat Martin mich noch nie seine Botengänge erledigen lassen. Meint immer, er will mich nicht allein losschicken, weil er Angst um mich hat. Also erledigt er alles selbst. Eines haben die beiden aber gemeinsam. Was denn? Sie bekommen beide nicht oft nach Hause. Ach ja, das stimmt. Aber bei Martin liegt es daran, dass er viel zu tun hat. Meine Schwester ist einfach zu faul zum Laufen. Gleiches Ergebnis, aber ganz unterschiedliche Gründe. Stimmt auch wieder. Aber wir haben beide gemeinsam, dass wir uns Sorgen um unsere Geschwister machen, wenn sie nicht heimkommen. Ja, das haben wir auf jeden Fall gemeint. Okay. Habe ich noch irgendwas zum Auslösen? Okay, dann, ich würde jetzt gerne zu Rika gehen, den abholen und dann würde ich gerne, wo wir gestern waren, nochmal hingehen. Ein bisschen damit mein Liebesmesser ein bisschen rumfuchteln. Die jetzt richtig krass sein sollten. Das sollte jetzt eigentlich alles schön wegmehren können. Und Rika, den muss ich ja mitnehmen, weil die noch 2% fehlen. Zum höheren Level. Ja, ich möchte plaudern. Komm, ziehen wir gemeinsam los. Wir können ihn ja auch einfach mal fragen, möchtest du mitkommen, dass einfach gar keiner mehr im Laden ist. Ah, er muss arbeiten. Blöd. Dumm. Ich kann ja mal Lukas mitnehmen. Er ist bestimmt voll der Magier, denke ich mal. Ah, er sitzt rum und liest Buch. Der kann auch mitkommen. So, ziehen wir gemeinsam los. Er muss den Laden hüten. Und Reinhard will wahrscheinlich auch nicht, wie ich ihn so einschätze.
ziehen wir gemeinsam los. Warum kommen die alle nicht mit? Nur Rika und halt die, wo ich einmal herausgefunden habe, dass mitkommen. Weil der Rest sagt so, ne, will nicht. Jetzt frage ich mal hier ein bisschen die Margaret und hier die am Platz danach. Da was mit will. Hallöchen, willst du mitkommen? Ah, du bist hochgestiegen, süß. Ziehen wir gemeinsam los. Ah, da haben wir mal wieder was Neues dabei. So, willst du auch mit? Ziehen wir gemeinsam los. Hi, how are you? Das gibt's noch nicht. Dann fragen wir hier die Scarlett. Willst du mit? I came to make sure you weren't slacking off. Wir fragen mich hier einmal. Das gibt's doch nicht. Ich kann doch nicht immer dieselben drei mitnehmen. Also Rika ist klar, dass ich die mitnehme, aber die anderen, dass wir da auch mal bei den anderen ein bisschen hochsteigen. Hier zum Beispiel Terry, willst du mit? Das geht im Moment nicht. Warum geht es bei der Hälfte der Bewohner nicht, dass sie mitkommen? Ja, dass sie zu müde ist, das hätte ich mir fast denken können. Wen haben wir denn jetzt noch? Kommt uns gleich wieder Martin entgegengerannt. Müssen wir doch Martin wieder mitnehmen. Na, kommst du mit? Ja. Gut. Wir gehen einfach mal hin. Und schauen, was sich jetzt ergibt. So. Dann fülle ich einmal meine Energie hier auf. Und dann gehen wir vor allem noch dann zum Silber. Oh, Blüchen. Okay. Habt ihr da hinten noch was, was ihr geklärt? Ich dachte, das sind ja Kätzchen. Ah, ich fand auch schon das Krieg schön. Jetzt können wir alles immer so machen, ein bisschen erkunden. Oh, die Waffe geht echt gut. Da kann man nichts sagen, also die... Da ist die wieder hingefallen. Ich bin eigentlich jedes Kram jetzt, um Materialien so zu sammeln. Alle Stufen auf Stufdauer. Wo war das Face mit dem ganzen Zeug? Da mussten wir erst reingehen, gell? Oh, da werde ich mir süße Gänsechen halten. Gut. Beim Rika ist einfach kurz davor vom Aufstieg, einfach weil wir so Best Friends sind. So, auf geht's, Rika. Einmal Angriff, einmal Truppenangriff hier. Ja, die könnten jetzt echt mal hochsteigen. Hier, ich glaube, das ist neu, oder? Ja, der ist gerade hoch auf 4. Perfekt. Stufenaufstieg. Die ist jetzt dann auch einfach Stufe 100, habe ich so das Gefühl. Oh, ich finde es so gut, dass ich jetzt einfach da durchraften kann. Und gestern hatten wir die größten Probleme und heute einfach so... Zack, zack, zack. Aber was nehmen wir denn morgen für ein Brot? Gehen wir dann wieder auf Fertigung und vielleicht schon auf Rüstung, dass wir ein bisschen mehr Verteidigung haben? Oder gehen wir trotzdem nochmal auf Waffen? Und was dafür, dass wir nochmal auf Waffen gehen? Weil vielleicht kriegen wir richtig die übelst krasse Überwaffe. Und wenn wir dann praktisch die haben, das ist dann einfach so, wir gewinnen jeden Kampf einfach nur noch. Ich
Dann versuche ich jetzt wieder Waffen nehmen. Komm, wir machen den hier. Oh, da ist was. Geilen Pilz. Habt ihr gut gefunden, Leute. Okay, ich gehe in die Mitte, ihr kümmert dann euch mal alles andere. Einmal drauf mit Martin. Ich glaube auch immer, dass diese Gruppenangriffe vielleicht ein bisschen Friendship bringen. Ultimative Angriffe, schön. Damit ist, glaube ich, jetzt wirklich meine Doppelklinge unschlagbar. Okay. Ich finde schade, dass ich hier gerade nicht Livias Auftrag erledige. So. Da wollte ich hin. Es gibt nämlich sehr viel Schönes, was ich gerne hätte. Und wir können jetzt dann drüber nachdenken, aber ich möchte das eigentlich erst tun, wenn eigentlich meine Viecher ein bisschen höher sind. Dass wir jetzt dann auch das Eisding mal hier voll Tiere holen und dann auch anpflanzen. Mir fehlt ein bisschen das Geld gerade dazu. Hast du das Ding jetzt angelockt? Dann bist du auch ein bisschen selber dran schuld. Warum lockst du auch das Viech an? Oh, Rika ist wieder bereit. Einmal Angriff mit Rika! Wuhu. Martin ist auch richtig schön. Wenn Martin aufsteigt, passt es ja. Vor allem, ich glaube, Martin ist wirklich nicht mehr so schwach. Auch Rika ist, glaube ich, richtig krass, was Kämpfen angeht. Ich stelle mich ja nicht allein für den Gegner. Wir können auch gleich nochmal zusammen den Endboss probieren, weil es ja manchmal so Boss-Items-Dinger gibt. Die man da eigentlich immer recht gut mitnehmen kann. Da hinten sind noch Steine, da warte ich noch kurz hin. Nein, mitnehmen. Achso, das sind normale Steinsteine. War davon ist noch ein Schatz drin, nehme ich auch mit. So, was haben wir da alles? Steinblöcke, Liebeskristall. So, ein billiges Tuch. Ich glaube, das brauchen wir auch noch mal irgendwas. Oh, ein Kreuzpilz, den haben wir noch gar nicht gesehen. So. Da unten haben wir noch so ein paar Kriegerbücher. Ich finde das so geil, wie viel Schaden ich mache. Alter, das war gerade der Ulti-Angriff. Honig. Nehme ich auch gerne mit. So. Dann greifen wir das alles an. Nein, ich bin gelähmt. Wie scheiße ist nur das? Oh, danke. Er hat mir einfach was gegeben, was mir hilft. Das hätte ich vielleicht gestern auch machen sollen, dass ich nicht fliegen konnte oder mehr. Nice.
Das ist Martin, ich wollte euch nämlich eine Runde Heilung spendieren. Achso, ich habe keine Power mehr. Ja, darf Kina halt jetzt gerade nicht sterben. Das ist halt Voraussetzung. Luffy. Okay, nochmal an der Stelle mal einen kurzen Part und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Rune Factory 5. Bis dahin, bye.